Habt ihr schon mal was von der Platte gehört? Wenn nicht, dann erfahrt ihr es in diesem Video. Die Platte, oder wie es eigentlich heißt, Wohnmobilplatz am Fährhafen, ist ein Stellplatz für Reisemobile im niedersächsischen Cuxhaven. Cuxhaven liegt direkt an der Nordsee und ist zudem über die Elbe an die Schifffahrtsstraßen bis nach Hamburg und Berlin sowie an den Nord-Ostsee-Kanal und damit an die Ostsee verbunden. Der Stellplatz ist vor allem durch seine direkte Lage an der Nordsee beliebt. Zur einen Seite befindet sich ein Yachthafen mit einigen Liegeplätzen und auf der anderen Seite könnt ihr den regen Schiffverkehr auf der Nordsee beobachten, was den Charme dieses Platzes ausmacht. Rund 100 Wohnmobile finden auf dem komplett gepflasterten Stellplatz einen Platz. Die Stellplätze sind groß angelegt, sodass auch Liner hier stehen können. Beachtet, dass der Untergrund teilweise uneben ist und auch Fahrkeile benötigt werden. Die Plätze sind markiert, allerdings nicht nummeriert und es herrscht freie Platzwahl. Eine Reservierung ist leider nicht möglich. Vor allem die Plätze in der ersten Reihe mit direkter Sicht auf die Nordsee sind sehr begehrt. Bezahlt wird am Bezahlautomaten in der Mitte des Stellplatzes. Es ist keine Kartenzahlung möglich und bringt am besten kleine Scheine bis maximal 20 Euro mit, denn der Automat nimmt keine großen Scheine. In der Gebühr sind zwei Personen sowie die Kurkarten enthalten. Hunde sind auf dem Stellplatz willkommen und kostenlos. Für Strom stehen euch am Stellplatz mehrere Säulen zur Verfügung, die ihr gegen Gebühr nutzen könnt. In der Mitte des Stellplatzes gibt es eine Information, die allerdings nicht durchgängig besetzt ist. Hier könnt ihr auch Gas kaufen. Für euren Müll stehen euch dort ebenfalls einige Müllcontainer zur Verfügung. Die Fähr- und Entsorgungsstation ist leider sehr weit vom Stellplatz entfernt. An der Station befindet sich ein Holiday Clean, wo ihr euer Grauwasser sowie die Kassettentoilette kostenlos entsorgen könnt. Lediglich für Frischwasser fällt eine Gebühr an. Während unseres Aufenthalts gab es leider keinen Brötchenservice. Der nächste Bäcker ist aber fußläufig erreichbar. Vom Stellplatz aus könnt ihr einiges unternehmen. So könnt ihr vom Fährhafen aus mit einer Fähre zu den Seehundbänken oder nach Helgoland fahren, mit dem Fahrrad oder zu Fuß die Gegend erkunden und dann zum Beispiel Cuxhavens Seezeichen die Kugelbarke besuchen oder einfach nur ein paar entspannte Tage am Meer verbringen und Schiffe vom Stellplatz aus beobachten. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal an der Platte wart und welche Ausflugstipps ihr dort empfehlen könnt.